Wir haben heute ausgerechnet. Wir haben ausgerechnet. In 11 Tagen kommt unser Mobil. Wir sind wieder zurück. Lange Zeit haben wir eine Videopause gemacht, weil Jonas nicht da ist. Muss man ganz ehrlich sagen, ja, viel Arbeit abgenommen. Ne? Also wir sind aus Australien zurückgekommen und Jonas ist noch weitergereist, war noch in Sri Lanka, hat sich dann bei ihm auf seinem Instagram-Kanal erfolgt. Der hat mitbekommen, dass Jonas sich einen Schneidezahn ausgeschlagen hat beim Wellenreiten. Aber wir sind seitdem auf uns alleine gestellt und deswegen ist es ein bisschen schleppend. Außerdem denke ich mal, Katrin, was hast du schon Tolles zu berichten, wenn wir nicht mal auf Reisen sind? Denn wir sind aus Australien hierher gekommen. Dann kam Corona, Tante C. Aber wir haben die Corona-Zeit gut. Noch nicht gehört. Aber was haben wir gemacht in der Corona-Zeit? Also wir haben uns ein Wohnmobil gekauft. Yay! Wollen wir es zeigen? Ja. Achtung, das fährt jetzt von links hier rein. So cool, wir haben uns mehrere Wohnmobile angeguckt. Eigentlich ursprünglich wollten wir den Phoenix haben, aber der war 2 Monate online bei mobile.de und an dem Tag, an dem wir zu dem Händler gefahren sind, wurde es verkauft. Also es ist jetzt kein Phoenix geworden, unser erstes Wohnmobil ist ein Detlefs. Aber bei dem Phoenix, der hat das in der Story ja gezeigt. Ja. Da war das so, dass der hatte eine Heckgarage und der hatte auch gleich 11,8 Tonnen. Und es ist ja unser erstes Wohnmobil und da hatten wir dann am Ende auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht schöner, wenn wir nicht gleich mit so einem LKW-like durch die Gegend fahren, sondern erstmal etwas nehmen, was leichter, also leichter im Umgang ist, was sich vielleicht was wendiger ist. Wir wissen gar nicht, ob es leichter und wendiger ist. Bei 9 Metern nicht, aber das ist halt diese 7,5 Tonnen sind ja immer so magisch, da kommt man dann durch viele Straßen auch nicht mehr durch und da macht es einfach. Genau, wir haben diese Corona-Zeit genutzt, dass Stefan eben den LKW-Führerschein macht. Naja, auch nicht, ne? Lag auch alles still. Ja, das lag jetzt gerade erst. Jetzt geht es wieder los. Wir haben vor Corona ein bisschen angefangen, dann war Pause, jetzt geht es wieder weiter. Und ich habe hier mein Handy, ich habe so eine Fahrschul-App da drauf und ich nutze jede Minute. Und er macht auch nicht nur den 40-Tonner, sondern auch nicht den 40-Tonner Führerschein, sondern auch den mit Anhänger. Weil wir wissen. C1. BKL. C. Also die Fahrschulen sind ja echt clever. Ich wollte eigentlich nur C1 machen, man nennt das Gemüselaster 7,5 Tonnen. Dann wäre aber so ein Phoenix ja nicht drin gewesen mit 11,8 und wer weiß, zu 5 dann ein größeres Wohnmobil, habe ich gesagt, ach, nimm mal gleich den größeren. Weil der Fahrschullehrer auch gesagt hat, alle Leute, die bei mir hier C1 machen, sitzen spätestens 2 Jahre später wieder hier und machen C. So haben wir gesagt, ja, genau. Dann machen wir halt C, das kostet jetzt nicht so viel mehr und von Fragenumfang kein wirklich großer Schritt. Also habe ich gesagt, mache ich C. Dann sitze ich wieder in der Fahrschule und dann sagt er, mach doch gleich CE. Weil wenn man nämlich CE macht, also LKW-Führerschein mit Anhänger, dann sagt der Staat, derjenige, der fahren kann mit einem LKW mit einem Anhänger, der kann auch einen PKW mit einem Anhänger fahren. Und wir sind ja nicht in der Generation, dass wir den großen Anhänger ziehen dürfen. Und da haben wir gesagt, naja, wenn wir vielleicht in 2 Jahren sagen, das Wohnmobilleben ist nichts für uns, aber wir wollen uns einen Wohnwagen kaufen, dann dürfen wir den auch wieder nicht ziehen. Dann müssten wir theoretisch ja wieder einen Führerschein machen. Deswegen, also machen wir jetzt alles in einem Abwasch, danach bin ich Brummifahrer. Wir haben heute ausgerechnet, in 11 Tagen kommt unser Mobil, dann sind wir zwar noch nicht startklar, weil dann muss Stefan ja noch die Prüfung ablegen. Darf dann noch nicht fahren. Mein Papa darf ihn fahren. Ja, also alle, die wir kennen, so aus der älteren Generation, ja, die dürfen mein Onkel, fahren, meine Tante, meine Mama, die dürfen halt alles der fahren. Der hat 5,5 Tonnen, glaube ich. Ja, und 5,4 und mein Papa holt den dann ab. Wir haben schon überlegt, wie wir hier bei meinen Eltern das 9 oder 8,60 Meter ist der Wohnmobil auf den Hof bekommen. Und mein Papa ist der Meinung, wir müssten von unserer Gartenpforte oder von der Pforte zum Grundstück den Pfeiler wegmachen. Den Pfeiler abflexen, damit man den so umklappen kann, damit das reinpasst, weil die Straße nicht breit genug ist, um reinzurangieren. Wir gucken mal, was passiert. Wir überlegen erstmal, also wenn das soweit ist, nehmen wir das im Vlog mit auf. Genau. Abflecken. Also das haben wir gemacht. Wir haben das Wohnmobil gekauft. Das ist ein großer Punkt auf unserer To-Do-Liste gewesen. Wir haben übrigens beide eine blaue Hose an. Eigentlich, wie die Rentner. Eigentlich wollten wir ja schon längst unterwegs sein Richtung Norden, aber dadurch, dass wir jetzt eine zeitliche Verschiebung haben in unseren Reiseplänen, werden wir jetzt wahrscheinlich Richtung Süden erstmal starten. Aber wo genau und wann genau steht auch noch in den Sternen. Also ja, wenn das Wohnmobil da ist und der Führerschein da, dann fahren wir auch sofort los. Einmal bis zum Elbtunnel im Stau. Wir müssen Richtung Süden, weil wir Ende August
gehen wir segeln auf Sardinien und statt dahin zu fliegen, was ja auch alles jetzt noch nicht so super einfach ist, haben wir gesagt, fahren wir einfach hin und dann gucken wir mal, ob das Problem genau hält. Und dann haben wir noch in der Corona-Zeit, das war eigentlich eine total schöne Zeit, muss man sagen. Nein, nicht schön für die Außenwelt, aber für uns war dieses, keine verpflichtenden Termine zu haben, kein Essen gehen, keine Hektik. Das war richtig stressfrei für uns. Das war richtig toll. Wir haben hier eine Freundin in der Straße gegenüber, die hat zwei Kinder. Und die hat sich mit niemandem weiter getroffen. Und wir haben uns mit niemandem weiter getroffen. Wir waren wirklich ganz konsequent. Auch alle negativ getestet. Genau, aber wir waren die ersten vier Wochen auch komplett in Quarantäne. Und jetzt haben wir angefangen, uns mit diesem Mädchen von gegenüber zu treffen. Also Mädchen und Junge. Mädchen und Junge, Frieda und Theo. Und es ist so schön, Tür auf und raus und die Kinder sind im absoluten Glück. Die spielen, das harmoniert von beiden Seiten aus. Also es ist wirklich wie, das ist der Sommer des Jahrhunderts. Ich habe nicht, also weil Matilda ist ja immer so eine, Matilda ist ja unsere kleine Kaiserin, die wählt immer ihre Freunde sehr mit Bedacht aus. Und ja, jetzt hat sie Frieda für sich entdeckt und das passt wie Faust aufs Auge. Mit Marie klappt das sowieso immer, also jeder kann ja mit Marie. Marie ist sehr anpassungsfähig, ne? Genau, und Julian, ja, dem haben wir auch was gekauft. Der Julian hat das Wakeboarden schon angefangen in Australien und hat dann, das war die Abmachung, wenn er es schafft, einen Backflip, also einen Rückwärtssalto auf dem Wakeboard zu machen, bekommt er von uns eine Ausrüstung seiner Wahl. Haben wir den Mund ein bisschen vollgenommen, ehrlich gesagt, weil er hat es innerhalb von 3 Monaten geschafft. Er war nicht schlecht. Wir sind natürlich auch stolz. Und jetzt haben wir ihm hier einen Wakeboard gekauft und alles, was dazu gehört. Schweinetolles Hobby übrigens, Schweinetolles Hobby, ne? Das will ich euch mal verraten. Das Wakeboard an sich hat schon 600 Euro gekostet. Und dann noch die Dauerkarte für 600 Euro. Und die Schuhe. Und die Bindung dazu. Boah, da habe ich gedacht, so, oh nee, Katrin, was tust du da? Das ist wirklich so ein Luxushobby. Aber dann habe ich mir gedacht, was ist die Alternative? Dass mein Kind vor Langeweile ständig vom Fernseher oder vom Tablet hängt? Nee, das will ich auch nicht. Und so ist er jeden Tag auf der Wakeboard-Anlage, wie in Australien. Also er hat einen Kalender hier bei Oma in der Küche. Das hat sich und dann macht er immer Strich oder macht er Kreuze rein, wo er dann zeigt, zählt quasi, wie viele Tage er da war. Wir wollten mal rechnen, ob sich das gelohnt hat, diese Dauerkarte. Dauerkarte versus ein weil die Dauerkarte gilt ja hier in Deutschland von Mai bis November. Wir wussten ja, dass wir bis November ja hier nicht sein werden. Aber trotzdem hat sie sich jetzt schon rentiert, weil einmal fahren kostet 35 Euro. Und als er anfing zu fahren, durften auch nur Dauerkartenbesitzer überhaupt fahren. Mhm. Das war also auch noch so eine Sache. Das war noch vor 2 Wochen so. Genau, ansonsten haben wir noch hier jetzt in der Corona-Zeit den Keller renoviert. Ich hatte das mal bei Instagram in der Insta-Story gezeigt, weil nämlich ich möchte dort in diesem Fitnesskeller, wo jetzt auch so eine große Spiegelwand, das sieht richtig schön aus, da werde ich nämlich Sportvideos aufzeichnen für mein Katrin-Fit-Programm. Und ich habe mir vorgenommen, hier auf diesem YouTube-Kanal eine eigene Playlist, eine eigene Playlist anzulegen mit Workouts, damit alle, die einfach Sport machen wollen, damit die auch Sport machen können, weil ich mache das sowieso. Und dann kann ich auch die Kamera laufen lassen und dann wird es ein Workout geben für, keine Ahnung, also was auch immer ihr wollt, Bauch, Beine, Po, Workout ohne Springen, starker Rücken, Bauchkiller, ohne Schwitzen. Tabata, Stretching, den Hals, Nacken, Schulter, also das Ganze, das werde ich so mir ein bisschen strukturieren. Und diejenigen, die sich nur fürs Reisen und Familie und sowas interessieren, die sollten dann einfach weiter. Und diejenigen, die sagen, hey, ich möchte so ein bisschen Sport machen, die sind herzlich eingeladen, dann mit mir zu trainieren. Außerdem haben wir während der Corona-Zeit mit Marie ein Mathe-Coaching angefangen, beziehungsweise du hast das angefangen von unserer Freundin Jojo, die das macht, weil Marie, was das Mathematische angeht, noch nicht, also gerade dieses über den Zehner rüberrechnen, oftmals auch noch so mit Fingern zählen, das haben wir also nur bei Marie beobachtet und das hat was damit zu tun, mit kein Verständnis für Mengen zu haben und das auszubilden. Da sind wir in einen Spezialbereich reingegangen von jemandem, der uns da unterstützen kann. Und das ist die liebe Jojo von, wie heißt sie denn? Lernlust. Wie heißt sie eigentlich? Stefan. Ja, ich weiß ihre Webseite nicht. Also, sorry Jojo, ich wusste deine Webseite nicht. Wir haben, also wenn man so auf Weltreise ist, hat man ja so auch diese Verpflichtung, den Kindern Lesen, Rechnen, Schreiben, so diese Grundsachen beizubringen. Und Marie kann natürlich mal geteilt, auch im Tausenderbereich und so weiter, aber sie hat da keine richtige Strategie hinter. Sie benutzt ihre Finger ständig. Und wir sind einfach back to basics gegangen und haben gesagt, hey Marie, wir machen das einfach in deinem Tempo, ganz entspannt, ohne Druck, ohne gar nichts. Und es klappt wie am Schnürchen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe eine richtige Vorlage, was ich machen muss. Bereite mich darauf vor, drucke diese Kärtchen da aus, beziehungsweise schreibe die selber. Und dann haben wir verschiedene Spiele. Und das ist richtig, richtig toll. Ich habe eigentlich noch nie bei Marie so sichtbare
Erfolge gesehen. Ich bin der Mathematiker bei uns in der Familie. Absolut. Und du nicht? Ich bin der Taschenrechner. Du bist der Taschenrechner. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich habe dann immer versucht, auch so, weil Mathe ja überall im Leben stattfindet, dann irgendwie zu sagen, Mensch Marie, wie ist denn das hier oder bist du da oder lass mal das rechnen oder beim Backen lass mal 200 Gramm minus 50 Gramm oder was auch immer, wie das so ist. Und da war einmal total diese Verkrampftheit. Nö, brauche ich nicht ausrechnen, nee, muss ich nicht machen, dafür gibt es Wagen, will ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, und was ist, wenn es mal keine Waage gibt? Oder wie könnte man das auch alternativ rausfinden? Es war nie aus ihr rauszukitzeln. Also bei Mathe, wenn man das schon Zahlen in Verbindung gebracht hat, man müsste was rechnen, war hier so ein großes Ding. Ist sie weggelaufen, hat zugemacht. Und das ist total gelöst, ich muss ehrlich sagen. Ich habe das ja nicht gemacht, sondern du hast es mit ihr gemacht, begleitend. Und das ist phänomenal, dass wenn man das Kind eben in seinen Fähigkeiten bestärkt und das systematisch, weil wir sind ja eben keine Lehrer, keine Pädagogen, wenn man da angeleitet wird, stark. Also es ist ganz faszinierende Resultate, die Marie da gemacht hat. Und wir lieben ja Online-Kurse und nutzen die. Nicht nur, dass wir den anderen Leuten beibringen, wie man Online-Kurse erstellt, sondern wir nutzen das ja auch selber, was uns weiterhilft und weiterbringt. Ja, auch aufgrund des Lebensstils. Und die, genau, und zum Beispiel Mathilda, für die braucht sowas gar nicht mit Zahlen, die ist da relativ flink. Mit der machen wir jeden Tag Lesezeit, das muss geübt werden, das muss ein bisschen flüssiger laufen, da habe ich jetzt nicht so einen langen Geduldsfaden wie Stefan. Unsere Kaiserin ist ein bisschen bockig manchmal. So, kennt vielleicht auch der ein oder andere. Aber ansonsten war die Corona-Zeit überhaupt nicht schlimm, sondern eher so ruhig für uns. Und wir freuen uns jetzt auch wieder aufs Weiterreisen. Also wir sind jetzt schon so lange gesettelt, wir waren ja schon gesettelt in Australien und wollten hier eigentlich nur kurz mal eben den Führerschein machen und dann auch losdüsen. Jetzt hat sich alles ein bisschen verzögert, aber wir scharren mit den Hufen und werden euch mitnehmen. Wir werden euch mitnehmen. Wolltest du noch was sagen zur Ausstattung von Wohnmobil? Nö. Nicht mehr? Nein, das machen wir im nächsten Video. Wir machen eine Roomtour in unserem Wohnmobil. Und dann sagst du, dann komm, hier kommt mein Buchsbaum hin. Nein. Wir haben, Mathilda hat schon, die ist schlau. Hier kommt meine Espresso-Maschine. Mathilda hat gesagt, nee, das wird ja alles hin und her fliegen, keine Deko-Krams. Ich so, ja, du bist schlau, Mathilda, das stimmt. Und aber die Kinder wollen gefühlt eigentlich viel zu viel mitnehmen. Die haben sich schon ihre Listen gemacht. Jeder kriegt ein Fach und das muss dann auch reichen. Aber das schauen wir dann einfach dann, wenn es da ist. Das war's! Das war's von uns. Wir melden uns wieder, wenn es was zu berichten gibt. Macht's gut! Viel Spaß!